Hallo zusammen, wir haben Samstag, den 9. Oktober. Und das hier ist der Film über den DAX, der wochenendliche. Und dazu gleich mal ein paar Sprüche. Nur weil ich das nicht schaffe, den abends am Freitag um 18 Uhr gleich reinzustellen, muss man mir keine bösen Mails schicken. Das geht gar nicht. Ja. Das schaffe ich halt nicht immer. Das ist einfach nicht immer möglich. Das Zweite ist, ich wurde gefragt, ob ich nochmal ein Webinar machen kann. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das ist der 13. November oder der 30. Oktober. Das ist immer ein Samstag. Kann ich das an dem darauffolgenden Sonntag machen? Das geht. Dazu brauche ich aber ein paar mehr Informationen, wer das wirklich alles haben will. Ein paar Leute habe ich schon auf der Liste. Schickt mir ein Mail an info@schlegel-trading.com. Dann weiß ich da Bescheid, ob da ein Interesse besteht. Und das Dritte ist, ich bin jetzt die kommende Woche so gut wie gar nicht da. Ich mache am Freitag nächste Woche den Film. Und ja, ich werde ihn machen um 18 Uhr. Aber in der Zwischenzeit, in der ganzen Woche, werden die anderen Filme alle ausfallen. So, und jetzt haben wir den DAX vor uns. Ich habe jetzt noch ein bisschen weiter rausgeholt, damit ihr nochmal seht, woher diese schwarze Linie hier kommt, mit den verschiedenen Widerständen und Unterstützung. Jetzt gehen wir näher ran. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wir haben von dieser ganzen Bewegung hier vom All-Time-High runter bis zu dem, was war denn das? Das war der Mittwoch letzte Woche, 14.818. Wir sind auf den Punkt an das 38er Fibo rangelaufen. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, ihr handelt nicht nur gegen Menschen, ihr handelt auch gegen Systeme und die werden bei so einem 38er wach und machen dann da irgendwas. Entweder bauen sie einen Long ab oder sie gehen Short. Auf jeden Fall, da passiert mehr. Diese Fibo-Zone ist praktisch eine Basisinformation, die jeder Algo hat. Das kann man anders gar nicht sagen. Weiterhin sind die Bänder nach unten gerichtet. Der Markt bleibt grundsätzlich weiter angeschlagen. Ich habe als Widerstandspunkte immer noch die 20-Tage-Linie. Die ist jetzt schon bei 15.379. Die sollte am Montag sein, so 15.360 ungefähr. Die verliert zwischen 20 und 23 Punkten pro Tag. Da sollte sie sein. Ich habe immer noch die 15.300, was ja von hier hinten kommt, was ehemals eine Unterstützung war, jetzt Widerstand. Und als Unterstützung weiterhin habe ich den Bereich um die 200-Tage-Linie, beziehungsweise natürlich diese 14.818. Also sauber ist der Markt noch nicht. Er hat eine sinnvolle Korrektur auf diese ganze Bewegung vollzogen, aber auch nicht mehr. Von den Kurzfristindikatoren sind wir über das MACD leicht positiv. Die Stochastik hat sich auch von ihrem Tief aufgerappelt, aber auch klar hier 14.818, 300 Punkte hoch. Entschuldigung, sind das fast 500 Punkte hoch. Das ist in Ordnung, kann man nicht meckern. Also im Moment sucht er noch so eine Richtung. Ich glaube nach wie vor, dass der Bereich um die 20-Tage-Linie, wann auch immer wir die treffen, ein Widerstand bleiben wird. Gefolgt von den verschiedenen Fibo-Punkten 15.416, 15.557. Da kann er machen. Also ich finde, es ist schwierig, ihn auf die Woche vorauszusagen, aber im Tagesgeschehen ist es eigentlich ein recht dankbarer Handel. Wenn man so auf eine 10, 15 Minuten Ebene geht, versteht man den Markt ein bisschen besser, als wenn man über eine Stunde oder 4 Stunden versucht, den zu handeln. Vor dem Hintergrund habe ich mir Folgenscheine ausgesucht. Und zwar, ich muss hier drunter gehen, unter die 14.800, ja, mit einem deutlicheren Abstand. Und ich bin auf den hier gekommen, 14.691. Sollten wir das brechen, dann hat man noch genügend Zeit, den zu stoppen. Das ist die GX0FFN, Gustav Xanthippe 0 Friedrich Nordpol. Den kann man durchaus nehmen, wenn wir nochmal so ein bisschen hier runterkommen, vielleicht sogar nochmal Kontakt aufnehmen mit der 15.050 im Moment, mit der 200-Tage-Linie, die steigt nach wie vor leicht an, so um die 10 Punkte pro Tag. Da kann man mal schauen, mit Ziel 20-Tage-Linie. An der 20-Tage-Linie, glaube ich, muss man erstmal keine Position haben, es sei denn, die Technik hat sich dann so weit aufgebaut, dass man sie verstärkt als Widerstand sehen kann. Deswegen beim Put. Den packe ich mir jetzt erstmal auf die Watchliste, weil ich durchaus dieses Potenzial noch sehe hier vom Markt bis hoch zur 20-Tage-Linie. Komme ich beim 30er Hebel auf 15.706. Da sind wir also ganz leicht hier hinter diesem letzten Zwischenhoch, was wir hatten nach dieser schönen Korrektur, wo wir die 20-Tage-Linie berührt haben und dann auch wieder runtergegangen sind. Hier sind wir leicht dahinter.
Und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn wir an der 20-Tage-Linie sind. Da will ich wissen, wie der sich hier verhält. Muss man mal ein bisschen warten. Also Geduld ist gefragt. Und dieser Putter, die Kennnummer GX1R46. GX1R46. Für die nächste Woche, wenn ich da bin, schaue ich auf solche Werte wie Conti. Im positiven Sinn, mir haben die Bayer recht gut gefallen, vor allen Dingen mit dem Freitagsschluss. Ich mag die Lufthansa auf diesem Niveau. Ich glaube, die haben sich jetzt langsam wirklich ein bisschen nach den Irrungen und Wirrungen der Beteiligungsverhältnisse verschiedener Großinvestoren und überall kam die Nachricht, dass Hedgefonds dabei sind und der Staat hat die Quote reduziert und. Glaube ich, sind die jetzt auf Niveau, wo sie eher eine 6,50 sehen als eine 5. Ich schaue auf TUI, wenn sie in dem Bereich 3,10 sind. Eine NEL unter 1,20. Und ich glaube, dass auch Warta ein schöner Trading-Stock bleibt. Ich halte das für eine tolle News, die die da geliefert haben. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Trading-Stock für die nächsten paar Wochen. Mag ich gerne. Also von daher, es sind sehr, sehr schöne Einzelwerte unterwegs mit Geschichten. Kann man immer mal mitspielen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.